Jesus liebt dich. 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 Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem Impuls Milch und Honig. Heute geht es um das Thema Sicherheit. Wie sicher sind wir bei Gott? Beziehungsweise wie sicher ist die Beziehung zu ihm? Jesus beantwortet die Frage in Johannes 10 folgendermaßen. Ich lese aus Johannes 10 die Verse 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, beziehungsweise alles, steht im Griechischen hier. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Welch starke Zusage. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters beziehungsweise aus der Hand Jesu rauben. Warum ist das so? Ich habe heute einen Tennisball mitgebracht und wenn ich ihn in meine Hand nehme und meine Hand fest verschließe, können zumindest Kinder diesen Ball nicht aus meiner Hand nehmen. Auch meine Frau konnte gestern den Ball nicht aus meiner Hand nehmen. Es sei denn, sie hätte mich gekratzt und gebissen, dann hätte ich wahrscheinlich den Ball schon losgelassen. Also Jesus sagt, niemand kann seine Kinder oder beziehungsweise die Kinder Gottes aus seiner Hand rauben. Man könnte es mit einem anderen Bild auch vergleichen. Wir sind in Gottes Hand. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, sagt Jesus. Wir sind in seiner Hand, wenn wir Jesus kennengelernt haben und wenn wir ihm folgen. Jetzt ist es im Grunde egal, wie unser Leben zurzeit gerade ausschaut. Ob es eine Schieflage hat oder auf dem Kopf steht, Gott sagt, niemand kann meine Kinder aus meiner Hand rauben. Warum ist das so? Die Bibel spricht davon, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Die Bibel spricht davon, dass Gott alle Macht hat. Und ich habe ja auch in meinem letzten Input darüber gesprochen, Gott ist größer als du denkst. Und das ist eine ganz große Wirklichkeit. Gott ist größer als unser Verstand. Gott ist größer als unsere Vorstellungen. Gott ist größer als du denkst. Und Gott hat selber schon in ganz vielfältiger Weise seine Größe im Alten Testament gezeigt, durch den Auszug des Volkes Israel oder auch durch Zeichen und Wunder, Durchzug durchs Tote Meer, Versorgung eines riesigen Volkes in der Wüste. Aber auch nicht zuletzt durch das, dass er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Welche Macht, welche Größe. Diese Größe und Macht Gottes fasziniert mich immer wieder. Gerade auch in Jesaja Kapitel 40 wird über die Größe und Macht Gottes berichtet. Ich lese den Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waage. Siehe, Nationen, stell dir jetzt einfach mal Deutschland vor, über 80 Millionen Einwohner. Und für Gott ist gerade sind die 80 Millionen gerade mal so groß wie so ein kleiner Tropfen an irgendeinem Eimer. Ein kleiner Tropfen am Eimer. So ist die Dimension. Oder wie es auch hier heißt, wie Staub auf der Waagschale. Staub ganz leicht, ganz unscheinbar. Das ist Gottes Dimension, wären 80 Millionen.
Oder weiter heißt es, siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Stell dir England vor. Gott fasst unter diese Insel und hebt sie hoch wie ein Stäubchen. Das ist die Dimension Gottes. Das fasziniert mich, weil da deutlich wird, mit wem wir es zu tun haben, in welche Beziehung wir getreten sind. Also hat Jesus wirklich auch das Recht und auch die Aussage zu sagen, oder wie es auch in Matthäus 28 heißt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus hat alle Autorität und Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Wir können uns auf ihn verlassen, wir dürfen uns auf ihn verlassen. Es ist wichtig gerade auch, dass wir in der jetzigen Zeit größer von Gott denken, so denken, wie er wirklich ist, und ihn nicht in unseren Verstand, in unseren kleinen Verstand einschließen. Die Grundlage dafür muss auch immer wieder gesagt werden, und Jesus hat sie gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Die Frage ist, bist du schon Jesu Nachfolger? Hast du seine Stimme gehört? Bist du sein Nachfolger? Bist du schon in seiner Hand? Also die Entscheidung, dass wir in seine Hand kommen, die liegt bei uns, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, wenn wir ihn an die erste Stelle in unser Leben setzen und wenn wir sagen, ja, wir wollen auf ihn hören und ihm nachfolgen. Wie Glaube wachsen kann, das macht die Bibel auch deutlich. Es geht darum, auf das Wort Gottes zu hören. Ich möchte uns ermutigen, und das machen wir auch die ganze Zeit auch schon, dass wir anfangen, mehr in der Bibel zu lesen. Je mehr wir das Wort Gottes lesen, laut vorlesen, hören, umso mehr Glaube entsteht, umso mehr wird dein Verstand erweitert, umso mehr kommst du in die Dimension, in die Glaubensdimension Gottes hinein. Also lies weiter in der Bibel oder hör gute Predigten an, hör darauf, was Gott durch Predigten uns vermittelt und sagen will, hör einfach darauf und es wird Glauben stärken, es wird dein Leben bereichern und du wirst mehr und mehr das erleben, dass es wirklich stimmt, dass du in seiner Hand sicher bist und geborgen bist. Der Herr segne dich reichlich. Halleluja.